Tobi, herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Bayreuth. Gab es aus deiner Sicht eine entscheidende Szene, irgendwas, was dazu geführt hat, dass Freiburg hier am Ende 3 Punkte mitgenommen hat? Ich weiß gar nicht. Also ich denke, wir haben das ganze Spiel einfach eine konzentrierte Leistung gebracht und ich glaube, das war das Entscheidende. Wichtig war natürlich auch dann das 5-3, da sind die gerade nochmal rangekommen. Da war es dann schon so ein bisschen die Vorentscheidung. Das erste Spiel hier hat Bayreuth gewonnen. Was war diesmal anders? Ich denke, das waren beide Mannschaften spielen komplett anders, ein ganz anderes Selbstbewusstsein seit dem letzten Spiel. Wir haben beide in der letzten Zeit beide Mannschaften gute Spiele abgeliefert, viele Punkte geholt und das hat man heute auch gemerkt, dass also ich finde, dass das Niveau ein bisschen höher war wie beim ersten Spiel hier in Freiburg und ja, am Ende hatten wir halt eben ein bisschen mehr eine bessere Leistung oder am Ende ein bisschen mehr Glück auch. Du hast 2 Tore geschossen. Beides Mal bist du, glaube ich, in den Slot reingegangen, da wo es eigentlich richtig wehtut. Hast du dir das vor dem Spiel vorgenommen oder war das ein Ziel von dir, da mehr zum Tor zu gehen? Naja, der Coach hat schon gesagt, dass wir versuchen sollen, da nah zum Tor zu gehen, weil der Torhüter versucht immer rauszukommen und wenn wir eben nah beim Tor sind, dann kommt er nicht so weit raus und dann kriegen wir unsere Chancen, auch wenn die Verteidiger von der blauen Linie schießen und deswegen haben viele versucht, einfach da nah zum Tor zu gehen und ja, beide Tore waren super vorbereitet, einmal vom Alex und einmal vom Nico und auch der Chris, super Leistung wieder heute, ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen, immer gut gecircelt in ihrer Zone, also war echt gut heute. Am Sonntag geht's nach Weißwasser. Was hast du dir für den Bus zur Beschäftigung mitgenommen? Oder was nimmst du dir mit? Ja, auf jeden Fall eine Matratze, ein Kissen und eine Decke, dass wir, wenn wir so früh losfahren, schon mal ein bisschen schlafen können. Und dann habe ich meistens noch ein paar Filme dabei. Ja, dann einfach so ein paar Sachen zum Ablenken. Dann quatschen wir noch so ein bisschen im Bus und irgendwie kriegen wir die Zeit schon rum. Aber hauptsächlich erstmal schlafen, dann wahrscheinlich noch. Gib uns einen kurzen Ausblick. Was ist da für Freiburg drin? Wir haben, glaube ich, bisher gezeigt, dass wir in jedem Spiel eigentlich mit allen Gegnern mithalten können, jetzt auch gegen die Top-Mannschaften und Weißwasser ist ja extrem stark, gerade wenn die in ihrer ersten Reihe ist, wirklich stark, aber ich denke, wir haben eine gute Phase auch gerade und machen gute Spiele und ich denke, wenn wir eine konzentrierte Leistung bringen, dann können wir auch da was mitnehmen. Danke, Tobi. Und nochmal Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Danke. Ciao. Josef, nach einem ausgeglichenen Auftakt hat Freiburg am Ende 6-3 gewonnen. Was war ausschlaggebend für Freiburg in diesem Spiel? Ja, ich denke, von Anfang an haben wir nicht so gute Bewegung gehabt, also ganzes Spiel. Wir haben uns zwar Mühe gegeben und sind wieder nochmal zurückgekommen, aber es hat zum Ende nicht gereicht. Bayreuth hat ein sehr, sehr starkes Penalty-Killing, heute auch wieder. Was ist da euer Erfolgsrezept? Ja, ich denke, alle Jungs geben sich Mühe und wir wollen Druck machen in Unterzahl und bis jetzt klappt es und hoffentlich bleibt es auch weiter so. Bayreuth spielt ja als Aufsteiger insgesamt eine ganz, ganz starke Saison. Was ist euer Erfolgsrezept? Was macht euch aus? Warum steht ihr da oben? Schwierig zu sagen. Also wir wollen wirklich immer nur das Beste geben und ja, bis jetzt klappt es ziemlich gut, auch wenn wir wollen noch mehr Punkte noch haben. Also kämpfen wir weiter und mal schauen, was da zum Schluss rauskommt. Jetzt spielt Bayreuth am Sonntag gegen Dresden zu Hause. Was rechnest du in dieser Partie? Was erwartest du von den Eislöwen? Sehr schwierig zu tippen. Also ja, wir werden wieder alles geben und kämpferisch und läuferisch müssen wir besser sein als heute und mal schauen, was da zum Schluss rauskommt. Alles klar, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg euch weiterhin. Vielen Dank. Danke.